Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Befreier des mutmaßlichen Terroristen Till Meyer aus der Berliner Untersuchungshaftanstalt Moabit sind identifiziert. Die Staatsanwaltschaft gab am Abend bekannt, dass die Aktion von den als Terroristinnen gesuchten Frauen Ingrid Siebmann, Juliane Plambeck, Inge Fied und Gabriele Rollnick durchgeführt wurde. Ingrid Siebmann war bei der Entführung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Lorenz freigepresst worden. Die drei anderen Frauen waren im Juli 1976 aus der Frauenhaftanstalt Lehrter Straße ausgebrochen. Auf zwei Pflichtverteidiger im Berliner Drenkmann-Lorenz-Prozess sind heute kurz hintereinander Attentate verübt worden. Einer der Anwälte wurde durch Schüsse leicht verletzt. Im zweiten Fall konnte ein Sprengstoffpaket rechtzeitig entschärft werden. Mit diesen neuen Aktionen haben die Einschüchterungsversuche gegen Pflichtverteidiger in diesem Prozess einen Höhepunkt erreicht. Strafaktionen auf offener Straße nach brutalem Vorbild der italienischen Roten Brigaden gegen einen der Pflichtverteidiger im Lorenz-Drenkmann-Prozess. Rechtsanwalt Hohler ist Pflichtverteidiger des Angeklagten Ronald Fritsch im Lorenz-Drenkmann-Prozess. Als Hohler zur Gerichtsverhandlung fahren wollte, erwartete ihn auf dem Mieterparkplatz vor seinem Wohnhaus ein Mann, der eine Pistole zog und mehrere Schüsse abgab. Der Anwalt wurde leicht am Bein verletzt. Zunächst habe ich also nichts gespürt. Ich hatte halt das Gefühl, als würde zwischen meinen Beinen ein Knallkörper explodieren. Habe mich dann aufgerichtet, umgedreht und sah dann diese Person wegrennen. Nähere Wahrnehmungen waren mir also nicht möglich, zumal ich also dann unmittelbar später auch erhebliche Schmerzeinwirkung in meinem Fuß verspürte. Ich habe mich deshalb sofort dieser Verletzung angenommen, wollte wissen, was da los ist. Und bin dann in der Schockwirkung wahrscheinlich sofort in meine Wohnung zurückgelaufen und habe von dort aus die Polizei benachrichtigt. Der Täter flüchtete in einem gelben VW Passat, der kurze Zeit danach, einige Straßen entfernt, aufgefunden wurde. Unsicher ist, ob weitere Personen an der Tat mitwirkten. In den Mittagsstunden dann der zweite Anschlag auf einen Pflichtverteidiger im Lorenz-Drenkmann-Prozess. Rechtsanwalt Krumheuer, der sich zu einem Gespräch über seinen persönlichen Schutz im Polizeipräsidium aufgehalten hatte, entdeckte bei der Rückkehr an seinem Wagen einen Sprengsatz, der unschädlich gemacht werden konnte. Die verbliebenen fünf Angeklagten in Moabit quittierten die Nachrichten von den Anschlägen mit schadenfrohem Beifall. Ihre Vertrauensanwälte hingegen verurteilten die Anschläge. Der Prozess ist unterbrochen worden, um zu prüfen, ob Nikolaus Becker, Verteidiger von Andreas Vogel, möglicherweise an der Befreiung von Till Meyer beteiligt war. Das offizielle Bonn schweigt weiter über die Verhandlungen mit der Regierung in Belgrad, die mutmaßlichen Terroristen Mohnhaupt, Wagner, Buck und Hoffmann an die Bundesrepublik auszuliefern. Ein Bericht von Klaus Altmann. 400 Jugoslawen protestierten vor dem Kanzleramt in Bonn gegen die mögliche Auslieferung ihrer Landsleute. Den Aufruf dazu erließ ein Nationalrat der Kroaten in der Bundesrepublik. Die jugoslawische Regierung, so ist hier in Bonn zu hören, will die Auslieferung der deutschen mutmaßlichen Terroristen nicht von einem Tauschhandel mit den in deutschen Gefängnissen inhaftierten Jugoslawen abhängig machen, aber sie erwarte Entgegenkommen. Ein Sprecher der jugoslawischen Botschaft bestätigte uns das mit der Einschränkung, die Auslieferung werde vorgenommen, sofern die noch nicht vorliegenden Beweise für das deutsche Ersuchen stichhaltig genug seien. Vor der Bonner Presse wollte sich Regierungssprecher Grünewald nicht konkret äußern. Aber manche Details wurden deutlicher. Zum Beispiel, ob es zurzeit Kontakte zwischen den Regierungen gibt. Soviel ich weiß, im Augenblick nicht, aber das mag sich wieder ändern, je nachdem, wie die Gerichtsentscheidungen voranschreiten. Damit wurde indirekt bestätigt, dass Staatsminister Wischnewski vom Kanzleramt bereits in Belgrad verhandelt hat. Und der Sprecher des Justizministers räumte ein, dass es erst aufgrund des jugoslawischen Auslieferungsersuchens neue Verhaftungen in der Bundesrepublik gegeben hat. Von diesem Ersuchen sei allerdings kein einziger Jugoslawe betroffen, dessen Name bisher in der Öffentlichkeit genannt worden ist. In Washington ging heute die zweitägige Gipfelkonferenz der NATO-Staaten mit der Verabschiedung des langfristigen Verteidigungsprogramms zu Ende. Im Schlusskommuniqué wird das Doppelkonzept von Sicherheit und Entspannung bestätigt und die Bereitschaft bekräftigt, zu einer ausgewogenen Verminderung der Rüstungen in Mitteleuropa zu kommen. Außerdem betonen die 15 Mitgliedstaaten unter Hinweis auf die kommunistischen Aktivitäten in Afrika den Grundsatz von der Unteilbarkeit der Entspannung.
Der amerikanische Präsident hatte zur Gartenparty geladen. Als die Regierungschefs der NATO nach deutscher Zeit heute Nacht um 1 Uhr zum Weißen Haus kamen, da war die Hauptarbeit der Gipfelkonferenz bereits getan, war das Schlusskommuniqué so gut wie fertig. Im politischen Teil seines Toastes lobte Jimmy Carter das Tagewerk seiner Kollegen. Der Washingtoner Gipfel wird, anders als viele Treffen zuvor, die politische und strategische Linie des Bündnisses für lange Zeit bestimmen. Auf dreifache Weise. Erstens, auf die wachsende Bedrohung durch die ständige Aufrüstung des Ostblocks antwortete die Allianz heute mit der Verabschiedung eines Langzeitprogramms, das bis weit in die 90er Jahre den Partnern erhöhte Rüstungsanstrengungen abverlangt. Zweitens, die Allianz wird darauf drängen, das zweite Abkommen über die Begrenzung der strategischen Waffen bald abzuschließen. Beherrscht allerdings wurde die Konferenz von dem dritten Punkt, von der dramatischen Entwicklung in Afrika. Allen voran forderten die Amerikaner eine entschlossene Reaktion des Westens auf die Ausweitung des sowjetischen Einflusses auf dem schwarzen Kontinent. Und so soll bereits in der nächsten Woche in Paris und wenig später in Brüssel ein Konzept erarbeitet werden, mit dem die Alliierten dem sowjetischen Vordringen in Afrika begegnen können. Die Aufstellung einer internationalen afrikanischen Streitmacht soll ebenso diskutiert werden wie die Möglichkeiten eines Eingriffs der Alliierten, falls sich Invasionen wie die von Kolwezi wiederholen sollten. Die Erkenntnis der großen strategischen Bedeutung dieses Erdteils, so wurde hier in Washington deutlich, kann zu einer ganz neuen westlichen Afrikapolitik führen. Auch die Bundesrepublik zeigte sich entschlossen, ihren Teil zur Stabilisierung der Verhältnisse auf dem schwarzen Kontinent beizutragen. Herr Bundeskanzler, in Washington ist eine gemeinsame Stützungsaktion für Zaire vereinbart worden. Wie weit wird das deutsche Engagement gehen? Werden wir etwa eine zweite Kolwezi-Aktion unterstützen künftig? Gegenwärtig erscheinen solche Notwendigkeiten nicht gerade dringlich. Wohl aber haben wir keinen Zweifel gelassen, und das nicht erst hier in Washington, das war ja schon vorher klar. Und wir haben es auch unseren französischen, belgischen Freunden und den übrigen Kollegen in der Europäischen Gemeinschaft sehr deutlich gesagt im Laufe der letzten Wochen. Grundsätzlich sind wir bereit mitzuwirken, wenn es darum geht, solchen afrikanischen Staaten zu helfen, die ihre eigene Integrität bewahren wollen gegenüber Angriffen von außen. Das muss nicht heißen, das heißt ja übrigens auch nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika, dass wir Truppen entsenden, aber es gibt vielerlei Möglichkeiten der Hilfe. Ich darf Sie erinnern an die finanzielle Hilfe, die wir zum Beispiel Somalia gewährt haben, aus ähnlichen Gründen. Hat das Gespräch mit Jimmy Carter zum besseren Verständnis der Person und seiner Politik beigetragen? Ich glaube, die Personen kennen sich gegenseitig ganz gut. Zusammenfassend will ich die Gespräche mit dem amerikanischen Präsidenten und mit seinen Mitarbeitern und Beratern so bewerten, dass ich sehr befriedigt nach Hause zurückkehre. Der sowjetische Staats- und Parteichef Brezhnev hat heute die Bereitschaft seines Landes zur Abrüstung erneuert. Gleichzeitig übte der Kreml-Chef, der sich in Prag zu einem Staatsbesuch aufhält, Kritik an den NATO-Ländern, denen er eine widerspruchsvolle Politik auf diesem Gebiet vorwirft. Brezhnevs Kritik am Westen war maßvoll und für sowjetische Verhältnisse nach gerade differenziert. Bonn bekam sogar ein Lob. Die Sowjetunion, sagte der Parteichef, sei bereit, über die Begrenzung, ja über das Verbot jeder Waffe mit sich reden zu lassen. An die Adresse der NATO-Ratstagung in Washington richtete er beinahe beschwörende Worte, indem er warnend auf die Aktivität friedensfeindlicher Kräfte hinwies, die es immer wieder darauf anlegten, Konflikte zu schaffen, versuchte er, die Mehrheit der Guten für sich einzunehmen, und wer rechnet sich schließlich nicht dazu? An die Adresse seiner Zuhörer auf der Prager Burg, Vertreter von Partei, Regierung und Nationaler Front, richtete der Generalsekretär das Lob, dass die tschechoslowakischen Genossen die schwere Prüfung vor 10 Jahren in Ehren bestanden hätten. Die Minderheit, die sie nicht bestanden hat, muss es sich angesichts solcher Vereinfachung denn wohl selber zuschreiben, dass sie der Segnungen der Normalisierung nicht teilhaftig wird. So wurden gestern im Morgengrauen 10 Unterzeichner der Charta 77 aus dem Bett geholt und festgenommen. Unter ihnen der Charta-Sprecher Dr. Hejdanek, die Philosophin Dr. Horakova, der Schauspieler Pavel Landowski und die Journalistin Betnajova. Die staatsmännischen Visionen des Hohen Gastes zur Weltpolitik lenken von solchen Schönheitsfehlern hinter den Kulissen des Gastlandes ab.
Die Bundesregierung hat heute beschlossen, die Grundgehälter der Beamten rückwirkend vom 1. März an um 4,5% zu erhöhen. Zugleich sollen die Ortszuschläge um 3,5% angehoben werden. Außerdem verabschiedete das Kabinett Änderungsbestimmungen zum Krankenpflegegesetz. Im Sinne einer Gleichberechtigung von Mann und Frau sollen künftig auch Männer das Recht haben, den Hebammenberuf zu erlernen und als Geburtshelfer zu arbeiten. Gemäß einem Verfassungsgerichtsurteil änderte das Kabinett auch das Steuerrecht für geschiedene oder getrennt lebende Ehepaare mit Kindern. Grundsätzlich sollen für die sogenannten Zahlväter und Zahlmütter die halben Steuerfreibeträge gelten, die dem Elternteil zustehen, der das Sorgerecht für die Kinder hat. Der neue Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen, mit dem vor allem die Numerus Clausus-Bestimmungen an den Hochschulen abgebaut werden sollten, ist gescheitert. Der hessische Ministerpräsident Börner teilte mit, er werde den nach mühseligen Verhandlungen vereinbarten Vertrag zwischen den Länderregierungschefs nicht unterschreiben. Der Staatsvertrag kann nur mit der Zustimmung aller Bundesländer gültig werden. Neue Vorwürfe gegen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger. Ein ehemaliger Studienkollege des Politikers, der Calver-Geschichtslehrer Helmut Bitzer, widerspricht Filbingers Behauptung, schon immer ein Gegner des Naziregimes gewesen zu sein. In einem offenen Brief, den die Illustrierte Stern in ihrer jüngsten Ausgabe abdruckt, berichtet Bitzer, Filbinger sei Mitte der 30er Jahre als Mitglied des SA-Studentensturms aufgetreten. Filbinger habe ihn aufgefordert, zum Nachweis seiner politischen Zuverlässigkeit ebenfalls der SA oder der SS beizutreten. Dazu erklärte Filbinger heute, was zur Sache zu sagen sei, habe er gesagt. Gustav Franz Wagner, der seit gestern in São Paulo in Polizeihaft sitzt, hat heute Abend gestanden, im Zweiten Weltkrieg stellvertretender Kommandant der Konzentrationslager Treblinka und Sobibor gewesen zu sein. Auf dieser Pressekonferenz hatte er gestern lediglich zugegeben, in Sobibor als Angehöriger der österreichischen Gestapo eingesetzt gewesen zu sein, doch habe er nur Unterkünfte für Häftlinge gebaut. Simon Wiesenthal, der Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien, hatte Wagner auf einem Pressefoto wiedererkannt. Die Staatsanwaltschaft in Dortmund hat inzwischen einen Haftbefehl beantragt. Die Teuerungsrate in der Bundesrepublik nimmt weiter ab. Nach vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes lag sie im Mai lediglich 2,7% höher als vor einem Jahr. Im April war mit 2,9% erstmals seit vielen Jahren wieder ein Wert unter der 3%-Marke erreicht worden. Die schwere Explosion in einer Erdölraffinerie in Texas City in den USA hat bisher 6 Todesopfer gefordert. 5 Menschen liegen mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Die Ursache dieser Explosionsserie, bei der gestern Morgen 2 mit Treibstoff gefüllte 200.000 Liter Tanks in die Luft geflogen waren, ist noch unbekannt. 10 Millionen Mark Schaden richtete ein Großfeuer in der vergangenen Nacht im Fernmeldezeugamt der Bundespost in Hannover an. Eine Großraumlagerhalle, in der überwiegend Bürobedarf untergebracht war, brannte vollständig nieder. 5 Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Die Brandursache konnte, wie die Polizei mitteilte, bisher nicht ermittelt werden. Etwa 1 Milliarde Menschen in allen Teilen der Welt werden morgen Abend die Eröffnung der 11. Fußballweltmeisterschaft in Argentinien im Fernsehen verfolgen. Die ARD wird den Beginn der Meisterschaften und das erste Spiel Deutschland-Polen von 17.50 Uhr an direkt aus Buenos Aires übertragen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 1. Juni. Das heutige Satellitenbild zeigt weite Gebiete Europas ohne Wolken. Diese Schönwetterlage ist durch das Hoch mit Kern über dem Skagerrak bedingt, das sich nach Süden ausweitet und auch in den nächsten Tagen unser Wetter bestimmt. Die Vorhersage für morgen. In ganz Deutschland heiter und sonnig. Ab Mittag am Alpenrand, im Schwarzwald und Bayerischen Wald vereinzelt Gewitter möglich. Tiefstemperaturen in Bayern 9 bis 13, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 26 Grad. Im übrigen Deutschland Tiefstwerte 11 bis 15 und Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Schwache bis mäßige Winde um Nordost.